Okay. Bei der Mission ist das Einzige, was schief gehen kann, der Anfang. Der Wille des sowjetischen Volkes hängt bereits an einem seidenen Faden. Unser nächster Angriff wird diesen Faden wie mit einem Katana zerschneiden. Dazu? Dazu ist es bereit. Ja, beinahe, Vater. Wir müssen Odessa jetzt angreifen, während sie sich noch von der Zerstörung von Stalingrad erholen. Ich verspreche es dir. Wir vernichten die Stadt und eliminieren den sowjetischen General. Krukow ist arrogant und brutal und sein Leben ist wertlos. Tod nützt mir General Krukow nicht. Ich brauche seinen Gehorsam. Wenn wir ihn eliminieren, brauchen wir seinen Gehorsam nicht. Kriege werden nicht nur auf dem Schlachtfeld gewonnen, mein Sohn, sondern auch in den Herzen und den Seelen unserer Gegner. Ich will Ihre Herzen und Seelen, Commander. Aber ich will auch Krukow unter der Erde sehen. Eliminieren Sie den sowjetischen General. Ebnen Sie Odessa ein. Yay, wir dürfen mal wieder gegen Krukow kämpfen. Ah, oh, Commander. Die gesamte kaiserliche Armee wird Sie um diese Mission sicher beneiden. General Tatsu hat eine schrecklich furchteinflößende Waffe entwickelt, die Sie einsetzen können gegen General Krukow in Odessa. Sie müssen die Waffe vor den feindlichen Truppen abschirmen, solange bis sie einsatzbereit ist. Spätestens dann werden die Soldaten der Sowjetarmee wissen, wovor sie schreiend fliehen. Ihre Truppen haben Befehl, beim Bau von General Tatsus Geheimwaffe zu helfen. Sie sind für die Verteidigung der Fertigungsanlage verantwortlich. Hier sind Ihre Befehle. Wie gesagt, das Einzige, was hier schief gehen kann, ist der Anfang. Sie müssen die Geheimwaffe abliefern, Commander. Mit ihr marschieren wir unaufhaltsam zum Sieg. Neues Einsatzziel erhalten. Du hast eine Basis, oder? Ja. Feindliche Taucheinheiten geortet. Verteidigen Sie die Transporter. Unser Verbündeter wird angegriffen. Verstanden. Ich habe gewartet auf diesen Moment. Ich werde sie angreifen, solange bis sie mich um Gnade anflehen. Und dann spiele ich mit ihnen. Das Katz-und-Maus-Spiel, das wird so richtig spaßig. Ich hab schon ein zu viel verloren. Ja? Das müssen wir nochmal von vorne machen. Ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was an der Mission schiefgehen kann. Sobald die erste Mission mal durch ist, ist hier eigentlich alles gegessen. Dann machen wir einfach nochmal. Ah, oh, Commander! Die gesamte kaiserliche Armee wird Sie um diese... Ihre Truppen haben Befehl beim... Sie sind für die Verteidigung der Fertigungsanlage verantwortlich. Hier sind Ihre Befehle. Sie müssen die Geheimwaffe abliefern, Commander. Mit ihr marschieren wir unaufhaltsam zum Sieg. Neues Einsatzziel erhalten. Ziel aktiviert. Feindliche Taucheinheiten geortet. Verteidigen Sie die Transporter. Unser Verbündeter wird angegriffen.
ist zuerst weg. Ich muss Pause, Aufnahmepause. Okay, Moment. So, jetzt geht's wieder. Aufnahme läuft auch wieder. Okay. Böse Akula U-Boote. In der Mission kannst du mich übrigens mit Flugeinheiten am besten unterstützen. Also ein paar Jäger und ein paar Chopper VX. Ich hab gewartet auf diesen Moment. Ich werde sie angreifen, solange bis sie mich um Gnade anflehen. Und dann spiele ich mit ihnen. Das Katz-und-Maus-Spiel, das wird so richtig spaßig. Oh, jetzt haben direkt alle überlebt. Wenn auch der erste nur knapp. Wandeln Sie Ihre Chopper-VX-Einheiten an einem sicheren Landeplatz in Lat-Einheiten um. Gebiet sichern. Sind unterwegs. Gebiet sichern. Eine Einheit wird angegriffen. Los. Unterwegs. Ja, da ist noch ein cooler U-Boot. Die Sowjets haben hier starke Befestigungen. Aber wenn wir unsere Geheimwaffe fertig haben, können sie sie mit Leichtigkeit zerstören. Oh, alle Transporter durch. Einsatzziel erreicht. Passt. Dann haben wir jetzt eigentlich schon so gut wie gewonnen. Commander, das ist unsere neueste Waffe, der Shogun-Henker. Und sie können die restlichen Truppen des Generals aufreiben. Feindliche Einheiten entdeckt. Schlachtfeld erweitert. Unser Verbündeter wird angegriffen. So. Ein kleiner Shogun-Henker. Neues Einsatzziel erhalten. Abwehr. Puh, das ist ja ein Monster, das Sie da gebaut haben. Ich bin sehr beeindruckt. Aber ich befürchte, Ihr kleines Spielzeug muss vernichtet werden. Und danach Sie selbstverständlich auch. Unser Verbündeter wird angegriffen. So, deine Hauptaufgabe: Überleben. Und wenn du Zeit hast, kannst du mich ein bisschen aus der Luft unterstützen. Wenn die Artillerie erst einmal schweigt, können wir unsere Basis erweitern. Feindliche Einheiten entdeckt. Ah ja, der Shogun-Henker. Der hat noch diese nette Nebeneigenschaft, dass er sich durch Tesla-Angriffe heilt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Warnung, eiserner Vorhang geortet. Ja, waren alle meine Battletangos verloren. Ja, macht der nix, der Shogun-Henker räumt hier notfalls alleine auf. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. So, damit wir das auch mal sehen. Feindliche Einheiten entdeckt. Sowjetische Artillerie zerstört. Sie können ihre Basis jetzt ausbauen. Eine Einheit wird angegriffen. Ich räume dir das Zeug da vorne noch auf. Tesla Trooper, halt mich hoch. Unser Verbündeter wird angegriffen. Dass die das nicht herauskriegen. Abwehrdrohnen bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ziel wählen. Der Shogun-Henker kann unseren Feinden immensen Schaden zufügen. Aber sie müssen vorsichtig sein. Er hat Luftangriffen nichts entgegenzusetzen.
Ich hab dir den Superreaktor da auch mal aus dem Weg geräumt mit den Tesla-Spulen. Oh, nicht reicht das dir. Da liegt Geld. Ich habe gerade eine ganze Brücke umgetrampelt. Eine Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. Das Ding ist einfach wunderschön. Was zum Geier? Unser Verbündeter wird angegriffen. Bist du in den Schubunenker reingeflogen? Ja. Das kann auch. Also, ganz wehrlos gegen Flugeinheiten ist der Schubunenker auch wieder nicht. Der kann die immer noch umrennen. Ich habe jetzt aber nur nicht gewusst, dass das auch für Verbündete geht. Oh, was kannst du die Flak zerstören? Die Flak zerstören? Oh, welche meinst du? Den Flak-Panzer. Naja, ich habe wieder ein paar Tesla-Angriffe abbekommen. Schokunenker wieder fast voll. Moment, da hinten ist ja auch noch eine Artillerie, die wir zerstören müssen. Bevor wir da hochgehen. So kann ich über dich drüber fliegen, aber gerade bin ich in dich reingeflogen, weil du ja da hochgelaufen bist. Das kann natürlich sein, dass das dann wieder nicht mehr gepasst hat. Eine Einheit wird angegriffen. Gut gemacht, Commander. Jetzt sind die Sowjets überreif für den entscheidenden Schlag. Das war kein fairer Kampf. Das Ding hat alles gemacht. Sie ist ein Schwindler. Der Musk. Neues Einsatzziel erhalten. General Krukow muss eliminiert werden. Jetzt ist hast gerade gesehen, der Twinblade ist in mich reingeflogen. Und der fliegt zu hoch. Ja, halt mich hoch. Ziel wählen.
was ist das für ein... Macht immer so schön Bumm. Hey, Geld aufsammeln. Ja, ich brauche Geld hier nicht, ich habe keine Basis. Ja, aber ich krieg die doch auch, die Money. Kriegst du das auch? Ja. Der Omega-Schockwelle ist einfach nur OP. Ich meine, der... Ich mach mal... Das ist der Ich-mach-mal-alles-kaputt-Knopf. Ich kann mal schauen, ob ich das Zeug einsammeln kann oder sowas du kriegst. Hui, jetzt fängt's Bild. Ah, könnte ich wieder ein Disconnect haben? Würde mich nicht wundern. Oder? Bist du hier, oder? Ja, kann sein. Mal schauen, ob sich das Spiel wieder fängt bis dahin. Ja, es fängt sich noch. Ich habe gerade das Verbindungsabbruchmenü hier. Ja, es müsste aber gleich wieder. Hoffentlich geht das jetzt wieder. Wenn nicht, dann machst du die Mission einfach so zu Ende. Ich brauch's ja nicht unbedingt. Leider brauche ich das schon. Warum? Weil die Mission sich abbricht, wenn man wenn dann Disconnect mit drin ist. Ja. Verbindung zu Alarmstufe Rot 3 online wurde unterbrochen. Mann, ich will die Mission nicht mal spielen. Ah, so schlimm ist die doch jetzt nicht. Ja, ich wollte eigentlich danach Aufmachen zu machen. Ja, komm, mach mal einfach nochmal. Mann, ey. Also gleich kommt bei mir ein Klempner, weil Dings ist undicht. Ach, der hat mich komplett vom Ding getrennt. Ja gut, dann machen wir das nächste Mal einfach. Ja. Wir machen das nächste Mal, beenden wir hier jetzt an dieser Stelle die Aufnahme und machen wir das nächste Mal das Ding einfach nochmal. Ist eh lustig, die Mission. Also, auch wenn wir heute ein bisschen schweigsam waren, nächstes Mal wird es hoffentlich wieder ein bisschen besser. Bis dahin, macht's einfach gut. Ja.